Leute und willkommen zu einem Video bzw. zu einem neuen Vlog, denn heute treffe ich Lena. Einige von euch kennen sie vielleicht schon aus meinen Kommentaren von Instagram oder vielleicht auch aus dem Oldenburg-Vlog, weil da haben wir uns ja auch spontan noch kurz getroffen, als ich da war mit Rob und den allen. Ja, auf jeden Fall sehen wir uns heute wieder. Lena hat ja eine Fanpage für mich. Ich würde es jetzt nicht mal wirklich als Fanpage bezeichnen, weil irgendwie ist das dann doch schon wieder so eine freundschaftliche Basis mittlerweile. Und ja, deswegen finde ich das Wort Fanpage, ich finde das generell immer so komisch, weil, nee. Auf jeden Fall treffe ich mich jetzt heute mit ihr und ich muss mich jetzt schnell weiter fertig machen und losgehen. Wir treffen uns eigentlich auch nur in der Stadt und mal gucken, was wir da so machen. Ich denke mal, was essen gehen, shoppen und so weiter und so fort. Und ich habe auf Instagram noch ein paar Fragen gefragt. Ich bin gespannt, was da für Fragen kommen. Ich hoffe mal, dass ihr immer kreativer geworden seid. Weil irgendwie kommen immer dieselben Fragen. Wenn ich dann bei anderen so sehe, was die für Fragen bekommen, bei Instagram-Fragen da, dann denke ich mir so, warum kriege ich nicht solche Fragen? So Leute, ich bin jetzt fertig. Das ist mein Outfit. Ich liebe diese Tasche und ich liebe diese Schuhe. Auf jeden Fall beste Kombi mit Adidas-Socken. Größte Modesünde überhaupt. Ich muss jetzt auf jeden Fall schnell los, bevor ich zu spät bin. Und ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal in einem Vlog erwähnt habe. Ich glaube schon. Ich habe mir das Ding gekauft, damit ich im Auto endlich meine Musik hören kann. Das Ding ist einfach so praktisch und hat irgendwie nur 15 Euro gekostet. Und ich habe von Jorena, oh, Jorenas Eltern, wie auch immer, ein Aufladekabel bekommen, was auch mega praktisch ist. Also danke an euch. Ich dachte erst so, dieses Aufgekrängelte könnte nervig sein, aber wenn man es im Auto so hat, ist das absolut nice, weil das dann nicht überall im Weg hängt. Ja, muss mich jetzt aber beeilen, bevor ich zu spät bin. Okay, Leute, ich bin jetzt am Bahnhof angekommen. Und Leute, ne, ich hätte so ausrasten können. Ich hasse es, wenn Leute vor mir fahren, die so richtig langsam fahren. Man kann 100 fahren, die fahren die ganze Zeit 70. Dann sind das auch noch so dumme Stellen, wo man nicht überholen kann, weil das Auto nicht genug Power hat und man nichts riskieren möchte, dass hinter der nächsten Kurve ein Auto entgegenkommt. Und ja, ich hole mir jetzt schnell ein Parkticket und muss jetzt schnell dahin laufen. So, ich habe jetzt ein Parkticket, jetzt glaube ich schnell dahin. Ich hatte schon Angst, dass ich unpünktlich bin. Ich bin auch unpünktlich, aber die müssen selbst noch parken. Deswegen passt das gerade ganz gut. Na, also wir sind jetzt in der Stadt, jetzt erstmal shoppen. Ja. Und keine Ahnung, was essen oder so. Aber irgendwie haben wir heute gar nichts so Besonderes geplant, halt die Standardsachen. So, und ja. Damit auch mal ein bisschen Bildung auf meinem Kanal folgt. Da vorne ist das Otto-Hus von Otto Walkes. Ist ja irgendwie in Emden geboren. Und ja, jetzt habt ihr was dazu gelernt. Ja, das ist hier zu essen. Jetzt sind wir hier, das sieht voll nice aus. Wollte ich schon immer mal hin. Ja, ich bin ja mal eine lang gefahren und dann. On your TV, I'll be there. Have my face up in Times Square. Vacation like that ain't fair. I'm sorry. Seriously, I'm sorry. Gonna have to watch my life cause you chose. Wir haben uns jetzt so ins Wasser gesetzt, was hier eigentlich mega chillig ist und labern jetzt kurz. Eigentlich wollten wir was essen, aber egal, machen wir danach, oder? Ja. Wir wollen ja noch das Q&A aufnehmen, aber irgendwie finden wir keinen Spot. Das ist irgendwie traurig. Ja, weil irgendwie in Demo muss man ja die Kamera aufstellen können, aber irgendwie muss es auch windstill sein. Windstill. Ja, und am Hafen war es ja nicht der Fall. Beides nicht. Und ich will auch nicht riskieren, dass die Kamera runterfällt. Was hast du denn gemacht? Da war ein Ast oder so. Da wollte ich jetzt nicht gegenlaufen. Auf jeden Fall sind wir jetzt fleißig am Suchen. Okay, wir hätten zwar irgendwie einen guten Spot gefunden, aber irgendwie ist es auch unangenehm, weil wir Angst haben, dass da Leute sind. Und dann gucken die so aus dem Fenster und wir stehen da so und nehmen ein Q&A auf. Und es fängt gleich irgendwie an zu gewittern oder so. Deswegen laufen wir jetzt schnell Richtung Bahnhof. Google Maps, die ist das, ne? Ja, ohne Witz, ohne Google. Hab ich sogar noch geöffnet. Ohne Witz, ohne Google Maps. Mein Leben wäre so aufgeschmissen. Allein schon, wenn ich mit dem Auto irgendwo hinfahren will, immer Google Maps. Ich habe gerade aufgehört. Wir sitzen gerade im Auto bei mir und haben ja mein Q&A gedreht. Weil wir haben keinen besseren Spot gefunden. Traurigerweise. Irgendwie wollten wir jetzt ja, wie gesagt, auch nicht bei irgendjemandem vorm Fenster da ein Q&A aufnehmen. Aber eigentlich kennt man hier uns ja eh nicht, dann kann es eigentlich auch egal sein, aber irgendwie ist das trotzdem ein bisschen cringe. Und es hat geregnet. Ja, dann fing es an zu gewittern, deswegen. Es regnet noch immer noch, es ist so cringe. Deswegen sitzen wir jetzt im Auto. Das ist ein Apfel übrigens. Nicht so richtig komisch. So, wir sind jetzt wieder in der Innenstadt. Irgendwie sind wir vorhin voll den Umweg gelaufen, aber egal. Jetzt können wir aber wirklich was essen, haben wir uns jetzt vorgenommen. Ja, ich dachte gerade, was drüber. Ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt was essen. So, wir sind jetzt am Essen. Ganz standardmäßig Pizza. Wie immer. Ja.
Wir sind jetzt fertig mit Pizza essen. Was? Die Pizza. Ich finde sie sehr lecker. Ich auch. Weshalb sie mit Max in Meppen. Ja, auf jeden Fall laufen wir zu ihren Eltern, weil die sind irgendwie in einer Fischbude. Grüße gehen raus von meinen Eltern. Fisch, sehr lecker. Nee, aber wir laufen jetzt dahin und dann geht Lena gleich auch wieder. Ja, aber keine Ahnung, wie lange haben wir jetzt Zeit? 3 Stunden, oder? Ja. Es ging aber auch voll so. Also ich weiß, ich finde es sowieso immer schwierig. In der Stadt kann man nicht so viel machen. Wenn man jetzt so bei irgendwem so chillt, ist noch was anderes. Aber ja. Wir laufen jetzt auf jeden Fall zur Fischbude. Nein. Nein. Das war's mit Sarahs Vlog im Emden. Meine Kamera wird so nass. Ja, es regnet gerade übrigens. Also deswegen. Das war jetzt der Vlog. Der Vlog. Gebt ein Like da, abonniert sie alle und folgt mir auch auf Insta. Ja, folgt ihr. Ja, folgt mir, danke. Und ja, wir laufen gerade so trinken. Jetzt laufen wir zum Parkplatz, dann geht's nach Hause. Mal schauen, ob ich mich noch melde. Ich denke mal nicht. Ja. Bis nächstes Mal. Lost it, baby, beyond it. I can see you faded. I don't like to fade.